Ja, stabil. So, zeig mir, wer krank ist. Alles. Die Mutter. Auf jeden Fall. Die Mutter. Fedek. Aykroyd, Elwood, okay, die beiden weiß ich, wo sie sind. Der müsste irgendwie im Hinterhof rumrennen. Die Schränke sind halt auch wieder voll. Das finde ich interessant. It's locked. Ja gut, aber da die Gegner respawnen, finde ich es auch zumindest angebracht, dass die Kisten und so sich wieder füllen. Wo bist du? Du bist gesund, ja? Ja, dein Mann ist nicht gesund. Du bist nicht gesund. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Wie ging denn das nochmal jetzt? Behandlung gegen Erschöpfung. Haben wir darüber noch nicht gesprochen? How close are you to Miss Horcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless. Ich will dir was geben. Goodbye for now, Mr. Elwood. Wie? Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Herr Tee, ja? Marieren möchte ich nicht. Goodbye for now, Mr. Elwood. Okay. Good evening, Mr. Elwood. Ist es bei ihr eine evening, Auswahl Dr. dabei? Reed. Nee. Ich hab doch die Medizin. Warum darf ich nicht? Soldier, do you need assistance? Not really. I think I caught something in this bloody hospital. I swear I'm dead, yet smiling inside, Dr. Reed. Für jeden Fall kriegst du Medizin. As long as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. Goodbye for now, Mr. Elwood. Okay, ich muss LB drücken. LT und LB. So, an die nächsten. Der hat seine Medizin bekommen, der ist irgendwo im Hinterhof. Die drei sind, glaube ich, im Flügel, wo auch die Dame ist. The daily routine. Ja, gleich. Milton rennt eigentlich hier immer irgendwo rum.
genau wie die Schwester. Ja. Die Schwester mag ich tatsächlich sehr gerne. Good evening, Doctor. Do you require medical assistance, Nurse? I will be fine. As soon as I can get some sleep. Nurse, you won't be able to help people if you're sick. Take this, and do try to get some rest. I'll try, Dr. Reed. Thank you. Yeah. Goodbye, Nurse. Call me if you need assistance. Ich meine, hier sind auch noch ein paar andere Ärzte. So schuften sollst du dich trotzdem nicht. Dann hilfst du auch niemandem mehr. Auch wenn es schwer ist, auch wenn die Ärzte gebraucht werden. So, Milton. Rennt, wie gesagt, hier tausend auch irgendwo rum. Der hier dann wahrscheinlich auch. Fetcher. Aber gegen Kopfschmerzen habe ich gar nichts. Okay. Milton. Milton! Ausnahmsweise mal nicht hier draußen? Wer bist du? Bist du krank? Good evening, Dr. Tippett. Nee, du bist gesund. Dr. Reed, any good news to share? Du bist gesund, alles klar. Goodbye, Dr. Tippett. Milton! Bist du gesund? Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Du bist gesund, alles klar. Goodbye, Dr. Strickland. Wie sieht's bei dir aus? I'm quite busy right now, Dr. Reed. Ich mag dich zwar nicht, aber wir brauchen hier jeden Arzt, den wir gebrauchen können. Do you need my assistance? Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. Dann mach das mal. Then you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. We do not see you in surgery very often. Thank you for your time. We'll talk later. Dir auch, danke, Penner. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Du kriegst erstmal was gegen Erschöpfung. Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? Really? Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. Unfortunately, you are not the only person who needs help. And complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if me missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. You always knew the words to calm the children, Ellen. So, und die Mutter, auch wenn ich bei der echt ein schlechtes Gefühl habe. Ich glaube, die misshandelt ihren Sohn. Good evening, Doctor. How is my son doing? Wo sterben sollte sie deswegen vielleicht trotzdem nicht. Vielleicht. Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? Do you know you're the only one who's asked me this? I don't feel well, actually. Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. Goodbye, Mrs. Goswick. This hospital seems to be falling apart. Okay. Wer fehlt noch? Außer Milton. Milton und der Kerl im Hinterhof. Aber Milton müsste doch vorne irgendwie sein. Gut, gehen wir erst zu dem Kerl im Hinterhof. Moment, ich kann doch gucken, wo die Leute rumrennen. Da ist er.
Hallo, mein werter Herr. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Do you need medical attention? Well, the proximity of the dead is not the most healthy company. Even if the quiet can be appreciated. Bitte schön. Don't take too many risks with your health, Mr. Chidana. None of us are immune to this disease. And that is a good thing. Death and disease is a constant reminder of our mortality. Ich mag ihn. But you have my thanks, Dr. Reed. Goodbye, Mr. Chidana. Zumindest seine Ansicht von Leben, Tod und Krankheit und so weiter. Damit kann ich recht viel anfangen. So, Milton. Milton war eigentlich... Moment. Ja, Milton war eigentlich immer im Hinterhof, also im vorderen Hofbereich. Ja, was ist bei denen trotzdem noch? Schauen wir mal von der anderen Seite. Ah, Milton ist da. Hier reden wir erstmal. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives. Ja, und ich mache mit ihrem weiter. Do you need any medical help, Milton? I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried about disease. Our job brings us into contact with all kinds of infections, Milton. There's no shame in being ill while you're in a hospital. That's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you don't fall sick often. Well, thanks, anyway. Hippokratischer Eid, Errungenschaft. Goodbye, Milton. Ja, ich möchte das hier jetzt beobachten, Leute. Was beim letzten Mal schon nicht hinbekommen. Von wo aus kann ich das denn gut beobachten? Nur von der anderen Seite? Gerade kann man halt auch wieder nichts sehen. Obwohl sie das immer noch so übermäßig. Nö. Jetzt wieder. Ja. Ich würde es halt gerne beobachten, ich weiß noch nicht von wo aus. Ist das da vorne das Augensymbol war? Keine Ahnung. Wie ich das hinbekommen soll, weiß ich noch nicht. Okay, auf jeden Fall sind in dem Krankenhaus jetzt, glaube ich, erstmal alle versorgt. Also auf der arme Kerl mit den Kopfschmerzen, wo ich noch kein Mittel gegen habe. Dann müssten wir mal nach Whitechapel. Denn da sieht es definitiv auch nicht gerade gut aus.
Okay. Gehen wir nach Whitechapel unterwegs. Kann ich mich noch um ihre Questbit kümmern eigentlich? Gib dich zur Apotheke. Wo ist denn die Apotheke? Sag mir mal, wo die Apotheke ist. Auch in Whitechapel. Oder wie? Nee. In den Docks? Okay. Ja, aber nicht jetzt. Ich kümmere mich zuerst mal um ihre Aufgabe. Ich will jetzt nämlich wirklich erstmal nach Whitechapel und die Leute da verarzten. Auch wenn der Kerl in den Docks auch an der Schöpfung leidet, aber das ist jetzt noch nicht so tragisch wie der Rest. Und das liegt genau auf dem Weg. Okay, die Leute im Krankenhaus sind zumindest schon mal geheilt. Und falsch. So großartig, jetzt habe ich die Energie wieder verbraucht. Okay, bei Triple Street. Ja, genau da lang muss ich. Oder? Ist das unten? Nö, dürfte oben sein. Da waren ja auch einige Wachen. So, die Fähigkeit ist wieder aktiv. Ich muss über den Platz, ja? Ach nee, das ist die Stelle. Oh. Das ist doch dämlich. Hier irgendwo rein. Stupid Beast! Okay. Nein, natürlich nicht. Ja, anvisieren. Kaum eine Möglichkeit hat, wirklich durch die Gegend zu schleichen. Ich wollte eigentlich jetzt nicht gegen die Leute kämpfen. Aber ich habe jetzt keinen Weg gesehen, groß da an denen vorbeizuschleichen. Ist sie jetzt auch nicht unfassbar lange unsichtbar?
Okay, und wo geht's jetzt hier entlang? Das wird nicht der Unterschlupf sein. Der war, glaube ich, noch ein Stückchen weiter weg. Verlassene Anlageimmobilie. Hilfe. Okay. Vergeltung. Für den schockierten Mann. I cannot enter. Was ist denn da? Ja, stirb bitte nicht sofort. Ich kümmere mich gleich, ja? Alles gut. Petitionsbrief. Mr. Bates muss aufhören. Seit Monaten, vielleicht sogar seit Jahren, beutet uns Cadogan Bates aus. Mr. Bates muss aufhören. Wenn wir mehr Geld oder anständige Arbeit hätten, würden wir niemals eine seiner halbschneiderischen Wohnungen mieten. Mr. Bates muss aufhören. Wir wissen alle, welche abstoßende Lösung er den Frauen anbietet, die die wöchentliche Miete nichts mehr zahlen können. Mr. Bates muss aufhören. Stellen wir ihn gemeinsam bald zur Rede und fordern wir, dass sich sofort etwas ändert. Aha. Jetzt soll ich Mr. Bates retten, oder was? Würde ich mir überlegen. Wobei wir eigentlich nicht das Recht haben, zu entscheiden, wer leben und wer sterben soll. Ist da noch jemand? So, jetzt haben wir hier zumindest den schnellen Weg zurück. So wieder so ein reicher Sack, der einfach nur die Menschen ausbeutet, ja? What? What happened? Who are you? It's all right, sir. You're safe now. Oh, a fellow Englishman. Thank you, sir. For a moment, I thought those bloody heathens had killed me. What are you doing here? This place is not safe. Yeah, it's a cesspool, but it's mine. I came to collect some overdue rent, but those who still live here have gone completely bonkers. You're very lucky to be alive. Yeah, filthy immigrants. Fucking savages, every one of them. And now with this bloody fever, they're just animals. You can find safety of sorts in Whitechapel. If you're quick and cautious, you'll be able to avoid the savages. Ja? Was für ein netter Geselle. Bitte lass ihn einfach stehen. Ganz einfach, wenn du krank wirst. Ich tue einfach so, als wärst du gar nicht da. This is Braille. I need someone who can read this. Text in Blindenschrift. Ein nicht zu entziffernder Text in Blindenschrift. Nur die Überschrift ist in lateinischen Buchstaben geschrieben. Ein Mittel für Blindheit. Wir haben doch eine so blinde Dame, die uns helfen kann, oder nicht in den Docks.
War die in den Docks? Ich bin mir gar nicht sicher. Oder war sie gar nicht blind? Ich dachte schon, sie sei blind. So, wir haben jetzt hier nicht nochmal die Aufgabe, von wegen überrede den Kerl wegzugehen, oder? Nee, erledigt. Ich will den Kerl nicht helfen. Ist mir egal, ich ignoriere ihn einfach. Für mich existiert er nicht. Ich habe die andere Aufgabe noch ausgewählt, oder? Schütze? Nein, hatte ich nicht mehr. So, ich würde sagen, ich mache mal an dieser Stelle eine Aufnahmepause. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.